أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين Verehrte Muslime, liebe Brüder und verehrte Schwestern im Islam. Im Koran gibt es einige Anredeformen, wie Allah die Menschen anspricht. Er spricht manchmal die Menschen insgesamt an, Ya ayyuhan nas, o ihr Menschen. Manchmal spricht er die Ungläubigen an, Ya ayyuhal ladhina kafaru, o die ihr Ungläubigen. Manchmal spricht er die Leute der Schrift an, Ya ahl al-kitab, o ihr die Leute der Schrift. Oft aber auch spricht er die Muslim an, die Gläubigen, uns, die Mu'minun. Dann heißt es, Ya ayyuhal ladhina amanu. Das heißt also, o die ihr Gläubigen, o die ihr glaubt. Diese Anredeform kommt im Koran 89 Mal vor. 88 Mal fängt ein Vers mit Ya ayyuhalladhina amanu an und einmal im Koran kommt diese Form, diese Anredeform Ya ayyuhalladhina amanu inmitten eines Verses vor. Das ist in der Suratul Ahzab, Vers 56. Estaizu billah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. Aber ansonsten ist es immer ein Vers, der so beginnt mit Ya ayyuhalladhina amanu. 88 Mal kommt es so vor. Und alle diese Verse, die mit Ya ayyuhalladhina amanu beginnen, sind in Medina offenbart worden. Sie sind also medinensisch, so sagen wir ja. Ganz am Anfang schon, was sagen uns diese Verse, die mit Ya ayyuhalladhina amanu beginnen? Sie sagen uns Folgendes. Es bedeutet ja auch in der Übersetzung, O die ihr Gläubigen. Ja, O, eine Anredeform, um unsere Aufmerksamkeit zu ziehen. Ayyuhalladhina amanu, diejenigen, die glauben. Oder diejenigen, die sagen, dass sie gläubig sind. Denn der Glaube ist nicht nur eine Behauptung, sondern es hat natürlich Kriterien, Bedingungen, gläubig zu sein. Und unter anderem diese 88, 89 Verse erklären uns, den Gläubigen, den Mu'minun, was diese Bedingungen, diese Kriterien sind. Das heißt, Allah lädt die gläubigen Frauen und Männer dazu ein, die Anforderungen ihres Glaubens zu erfüllen. Wahrhaftig Gläubige zu sein. Nicht nur zu behaupten, dass sie Gläubige sind, sondern tatsächlich wahrhaftig Gläubige zu sein. Es ist eine direkte Ansprache. Hierüber gibt es eine sehr schöne Erklärung von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh, der Folgendes sagt, wenn du die Anredeform Ya ayyuhalladhina amanu hörst oder es liest im Koran, dann öffne deine Ohren und höre mit deinem Herzen hin. Denn es ist Allah, derjenige, der dich erschaffen hat, der dich gerade anspricht. Je nach Wichtigkeit der Person, die einen anspricht, ist auch die Aufmerksamkeit und die Konzentration desjenigen, der angesprochen wird. Und hier ist es Allah, der einen anspricht. Und zwar in einer sehr ehrvollen Form, wo er sagt, O die ihr Gläubigen. Allah nennt uns Gläubige, Mu'minun. Also es ist wirklich ein großer Titel, den wir dort bekommen von Allah. Ya ayyuhalladhina amanu. Deswegen sagt Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, wenn ihr mit dieser Form angesprochen werdet, diese Verse liest im Koran, dann öffnet eure Ohren, aber hört mit dem Herzen hin. Also nimmt genau auf, was euch jetzt gesagt wird. Denn es ist Allah, der euch jetzt direkt anspricht, um euch entweder etwas zu befehlen, was gut für euch ist,
oder euch etwas zu verbieten, was schlecht für euch ist. Also insgesamt eigentlich eine so schöne Erklärung von Abdullah ibn Mas'ud. Imam Suyuti berichtet das im Itqan oder auch im Ibn Kathir ist das nachzulesen, was er hier sagt. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh. Damit kann man eigentlich alle Gebote und Verbote im Koran zusammenfassen. Allah spricht mit dir, wenn er dir etwas befiehlt, dann ist es gut für dich. Wenn er dir etwas verbietet, dann ist es schlecht für dich. Also hör genau hin und versuche es genau zu verstehen, damit du es in deinem Leben umsetzen kannst. Weil darum, oder letztendlich geht es immer darum, das, was wir hören, bringt eine Verantwortung mit sich, die wir als Gläubige zu erfüllen haben. Und eines dieser Verse, verehrte Muslime, die mit Ya ayyuhalladhina amanu, O die ihr Gläubigen, beginnt, gibt den Gläubigen eine ganz besondere Aufgabe, eine ganz besondere Bestimmung, Anweisung. Es ist der 136. Vers der Suratun Nisa im Koran. Vers Nummer 136, und zwar Suratun Nisa. Dort sagt Allah folgendes. Estaizu billah, bismillah. Ya ayyuhalladhina amanu. Jetzt verstehen wir alle, was das bedeutet. O diejenigen, die sagen, dass sie gläubig sind. O die ihr Gläubigen. Allah spricht uns an. Labbaik ya Rabbi. Das ist unsere Antwort. Wenn wir so einen Vers hören, wenn wir so einen Vers lesen, ist unsere Antwort sofort, wie Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt, Labbaik ya Rabbi. Bitte, ja Rabbi, ich bin ganz Ohr, ich bin bereit, deine Wörter aufzunehmen, ich versuche es zu verstehen und umzusetzen. Ya ayyuhalladhina amanu, Suratun Nisa, Vers 136. Aminu. O die ihr Gläubigen, aminu. Seid gläubig. So steht's. Ya ayyuhalladhina amanu, aminu. O diejenigen, die gläubig sind, oder o diejenigen, die sagen, dass sie gläubig sind, aminu, seid gläubig und glaubt. Der Vers geht weiter. Aminu billahi, glaubt an Allah wa rasulihi, glaubt an seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi, und glaubt an das Buch, was er an seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart hat. Den Koran, والكتاب الذي أنزل من قبل. Und glaubt auch an die Schriften, die Allah vorher offenbart hat. Wir glauben daran. Wir glauben, dass Allah auch vor dem Koran Offenbarungen herabgesandt hat. Die Bibel, die Tora. Aber wir glauben auch daran, wie es Allah im Koran beschreibt, يحرفون الكلمة عن مواضعه, dass diese Bücher, dass diese Schriften verändert wurden und nicht mehr in ihrer Originalität aufbewahrt wurden. Deswegen hat Allah eine letzte Offenbarung und einen letzten Propheten geschickt, um sein Licht, um sein Nur, um seine Religion zu vervollkommnen. Alhamdulillah. Und wir gehören zu dieser gesegneten Gemeinschaft, zu dieser gesegneten Umma. Alhamdulillah. Eine sehr interessante Anredeform, verehrte Muslime. Wir haben gerade gesagt, Ya ayyuhalladhina amanu richtet sich an Gläubige. Wenn doch diese Anredeform sich an Gläubige richtet, wieso sagt Allah dann trotzdem Aminu? O ihr Gläubigen, glaubt. Was steckt dahinter? Die Gelehrten haben viel über diesen Vers in ihren Tafsir, in ihren Interpretationen des Korans geschrieben. Ich habe versucht zusammenzufassen, damit ich einige wichtige Teile mit euch heute hier teilen kann, verehrte Muslime. Erstens, sagt uns dieser Befehl Allahs folgendes, sagen die Ulama. Wie wir diesen Vers, Suratul Nisa, Vers 136 zu verstehen haben. Erstens, ihr seid Gläubige, Mu'minun, Alhamdulillah. Weil ihr Gläubige seid, müsst ihr allen Werten eurer Religion auch vertrauen. Und jede Art von Zweifel aus eurem Glauben beseitigen. Eigentlich beinhaltet das Wort Mu'min,
das in sich schon. Das heißt, ein Mu'min, ein Gläubiger, ist automatisch jemand, der Allahs Religion, seine Offenbarung, seinen Befehlen, seinen Geboten, seinen Verboten vertraut. Aber deswegen erwähnt es Allah nochmal in diesem Vers, indem er sagt, O die ihr Gläubigen, seid gläubig, aber wahrhaftig gläubig, und zwar guckt nochmal nach, ob ihr tatsächlich all den Werten eurer Religion zweifelsfrei vertraut. Gläubig zu sein, setzt das automatisch voraus, haben wir gesagt. Verehrte Muslime, egal wann wir leben, egal wo wir leben und egal wie wir leben, denn wir können es uns nicht aussuchen, wann wir leben, im Normalfall, wo wir leben, also wir kommen irgendwo auf die Welt, durch unsere Eltern, die dort leben, selbstverständlich steht es uns frei, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwohin auszuwandern, wo es vielleicht besser ist, wenn es einem dort in seiner Religion besser geht oder vielleicht auch für andere Gründe. Illegal wäre das nicht, aber ist nicht unser Thema heute hier. Aber das ist egal, wo wir leben und wann wir leben. Für uns ist wichtig, ein Mu'min hat keine Zweifel an der Scharia, an der Gesetzgebung, an der Religion Allahs. Das kann ein Muslim nicht haben, sondern er vertraut 100% der Religion Allahs. Zweifel in der Religion wäre ein großes Problem. Es wäre Kufr, möge Allah bewahren. Zweifel in Allahs Religion. Jetzt kommt die Frage auf, ja, aber wieso sollte denn jemand, der Mu'min ist, der gläubig ist, Zweifel in seiner Religion haben? Ganz so einfach ist die Sache nämlich nicht. Kein Mu'min, kein Gläubiger würde das behaupten. Kein Mu'min, kein Gläubiger würde von sich aus normalerweise Zweifel in der Scharia oder an der Scharia Allahs haben. Aber der Shaitan bleibt nicht still. Und er versucht auch sein Bestes, um dort Zweifel reinzubringen. Wir wissen, verehrte Muslime, dass heutzutage Allahs Gesetze, Allahs Religion als altmodisch, als barbarisch, hasha wa kalla, als nicht realistisch bezeichnet werden. Die westliche Welt hat die Religion Allahs und seine Gesetzgebung aus dem Leben verbannt. Man will davon nichts hören. Sobald du anfängst zu sagen, ja, aber Allah sagt in seinem Koran darüber Folgendes, will das keiner hören. Astaghfirullah. Will keiner hören. In welchem Jahrhundert lebst du denn noch? Oder solche Argumente kommen dann sofort. Man will darüber nichts hören. Und wir Muslime leben in solchen Gesellschaften. Unsere Kinder wachsen in solchen Gesellschaften auf. Wir sind in dieser Gesellschaft aufgewachsen. Wir gehen hier zur Schule und diese ganzen Zweifel, die an Allahs Religion und seiner Gesetzgebung gehegt werden, Tag und Nacht propagiert werden, gehen sicherlich nicht einfach so an uns vorbei. Es ist leider so. Jetzt ist ja in der letzten Zeit ein Begriff wie LGBT. Ich möchte gar nicht ausführen, was das im Detail bedeutet. Aber in allen Ohren, in allen Mündern wird darüber gesprochen. Denn das wird in der westlichen Welt gerade nicht nur propagiert, sondern aufgezwungen. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo denn überhaupt dann noch die Freiheit ist, die man für sich hat zu entscheiden, wenn meinem Kind das aufgezwungen wird. One Love und so weiter. Und wir wissen aus der letzten Weltmeisterschaft, wie krankhaft die westliche Welt sein kann, um diese verlogene Theorie als Druckmittel auf der Welt versucht umzusetzen. Wir wissen, was sie für Katar gesagt haben, getan haben, weil sie das nicht akzeptieren und sagen, es ist gegen die Erschaffung der Menschen. Allah hat Mann erschaffen, Allah hat Frau erschaffen und jedes von ihnen ist ein eigenständiges Individuum. Diese Theorie ist Kufr. Und wenn ein Muslim jetzt diese Theorien hört, Tag und Nacht, die natürlich jetzt nicht so erzählt werden, wie ich es gerade erzähle, dass es Kufr ist, dass es gegen die Erschaffung ist, dass es gegen die Natur eines Menschen ist, sondern man versucht es ja schön darzustellen, dass es so sein sollte und so weiter und so fort. Und wenn ein Kind, ein 10-Jähriger, 11-Jähriger das hört, damit vielleicht aufwächst, mit 15, 16, 18 vielleicht dann Zweifel bekommt über die Verse Allahs im Koran, wenn er über Frauen erzählt, wenn er über Männer erzählt, wenn er über die Ehe erzählt, wenn er über die Gesetzgebung der Familie, der Ehe erzählt, wenn dort dann irgendwelche Fragezeichen aufkommen, ma'adallah. So gefährlich ist das. Das ist natürlich nicht nur das, sondern auch alles andere.
dass der Islam ein politisches System hat, dass der Islam ein soziales System hat, dass der Islam sich in das Leben eines jeden von uns einmischt, dass es dafür da ist. Wenn man daran Zweifel hat, ob das denn überhaupt geht, hasha wa kalla, das wäre Kufr. Deswegen sagt Allah, ya ayyuhalladhina amanu, o ihr Gläubigen, aminu. Keine Zweifel in Allahs Religion, keine. Hundertprozentiges Vertrauen müsst ihr in Allahs Religion haben und so entsprechend gläubig sein. Wir wollen noch ein paar weitere Punkte erwähnen, deswegen gehen wir weiter, inshallah. Zweitens, wie müssen wir diesen Vers noch verstehen? Ya ayyuhalladhina amanu, aminu. O ihr Gläubigen, glaubt, bedeutet auch, verehrte Muslime, lernt eure Religion endlich gründlich kennen. Lernt eure Religion kennen und verinnerlicht dadurch dessen Grundsätze. Lernt Allah kennen, fangt damit an. Denn eines der wichtigsten Lehren, die Eltern ihren Kindern beibringen müssen, ist was? Ma'rifatullah, das Wissen über Allah. Das erste Wort, was ein Baby, ein Säugling aufsagen sollte, ist was? Allah. So muss ein Kind aufgezogen werden und erzogen werden. Dann kommt Anne, Vater, Baba, danach erst Allah. Aber nicht nur, dass sein Baby, dass ein Kind das aufsagt, sondern es muss Allah auch kennenlernen. In seinen ganzen Namen, in seinen Eigenschaften. Verehrte Muslime, Allah zu kennen, Allah kennenzulernen, bringt Ehrfurcht gegenüber Allah. Allah sagt im Koran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Allah gehören die schönsten Namen, فَدْعُوهُ بِهَا Betet Allah damit an. Wenn du Allahs Namen nicht kennst, wie willst du Allah anbeten? Und Allah stellt sich selbst im Koran, Alhamdulillah, vor mit seinen Namen, damit wir wissen und lernen können, wie wir ihm anbeten, dienen können, Alhamdulillah. Wenn er es nicht gemacht hätte, wie sollen wir das wissen? Allah stellt sich seinen Dienern selbst im Koran vor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stellt Allah und erklärt und interpretiert diese Verse. Dieses Wissen belebt die Herzen. Dieses Wissen läutert die Seelen. Je mehr du Allah kennenlernst, desto mehr wirst du Ehrfurcht haben, desto mehr wirst du von Sünden fernbleiben, desto weniger wird der Shaitan, wallahi al-azim, eine Chance gegen dich haben. Wer Allah kennt, der liebt und fürchtet Allah. Wer Allah kennt, der hofft und verlässt sich nur auf Allah. Wer Allah kennt, der sehnt sich danach, Allah zu begegnen und verehrt ihn in gebührender Art und Weise. Wenn du Allah nicht kennst, dann werden diese Punkte leider nicht erfüllt werden. Deswegen sagt uns dieser Vers, seid nicht nur einfach Gläubige, weil ihr als Türke, als Libaneser, als Marokkaner, egal was, die Rasse hat Allah bestimmt, irgendwo auf die Welt gekommen seid, sondern lernt eure Religion kennen. Studiert den Islam, Stück für Stück. Langsam, aber sicher. Es ist natürlich unsere Verantwortung. Irgendwo anders wäre es vielleicht einfacher gewesen. Das wissen wir. Stell dir vor, du gehst morgens aus dem Haus raus, bist noch ein junger Mann, gehst in die Schule. In der Schule wird dir erst Koran beigebracht, mit Tafsir. Danach kommt Riyadus Salihin, Hadith wird dir beigebracht, mit Interpretation, Scherh, Erläuterung. Dann lernst du die islamische Rechtsprechung, Fiqh, kennen. Danach wird dir auch Sira, das Leben des Propheten und der Propheten beigebracht. Wer sind die Engel? Was sind die Engel? Was ist der jüngste Tag? Welche Etappen gibt es dort? Das wird dir in der Schule beigebracht. Und dazwischen auch natürlich Mathematik, Erdkunde, Physik, Chemie und die Sprachen. Jahrhundertelang war es so, Alhamdulillah. Und jahrhundertelang haben die Muslime durch diese Interaktion von islamischem und weltlichem Wissen die Welt regiert. Als das islamische Wissen aus dem Klassenzimmer verbannt wurde, wurden wir leider zu Sklaven unserer Begierden und zu Sklaven der Feinde Allahs. Das ist das Problem. Jemand, der studiert und ein Ingenieur werden möchte, der sollte nicht nur einfach so ein Ingenieur werden, das ist zu wenig. Der sollte neben dem Ingenieurwesen und der Ingenieurwissenschaften auch unbedingt islamisches Wissen kennenlernen. Nur dann wird es Nutzen haben. Jemand, der Chemie studiert, Sprache studiert, Informatik, der muss auch islamisches Wissen studieren, damit es Nutzen mit sich bringt oder Jura oder dergleichen. Sonst wird leider die Neigung woanders hingehen. Die Gefahr ist sehr groß.
Es wird kippen. Das Gleichgewicht muss da sein, damit es ausgeglichen ist, verehrte Muslime. Lernt eure Religion kennen. Das sagt uns Allah. Amenu, aminu. Seid wahrhaftig Gläubige. Lernt die Bücher Allahs kennen. Für euch ist die Verantwortung, für uns ist die Verantwortung der Koran. Lernt den Koran kennen. Kann jeder von uns, wie wir hier sitzen, den Koran mit Tajwid und den ganzen Makhraj und allem, was dazu gehört, lesen? Jeder von muss sich die Frage für sich selbst beantworten. Es ist unsere Pflicht, zumindest so viel lesen zu können, dass wir im Gebet den Koran rezitieren können. Das ist Farz für jeden von uns. Es reicht nicht, wenn Mohajam Hoja das kann oder ein anderer Hoja. Wenn wir in der Jama'at beten, nimmt er uns die Verantwortung ab, der Imam, der da steht. Aber was ist mit den anderen Gebeten oder wenn wir mal alleine beten? Wann wollen wir es lernen? Egal wie müde wir sind, von der Arbeit kommen, von der Schule oder von der Uni kommen, nehmen wir uns doch die Zeit, um zum Training zu fahren, oder? Das macht jeder von uns. Gruppensport, individueller Sport, macht man, ist auch gut. Der starke Mu'min mit einem starken Iman und starken Mu'min, der ist besser als der schwache Muslim, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die Bedingung ist dabei natürlich auch der Iman. Ist ganz wichtig. Wofür macht er das? Aber diese Energie, die wir dort aufwenden, um unseren Körper zu befrieden, damit wir es stärken, zeigen wir leider nicht, um die Seele zu befrieden. So wie der Körper das braucht, braucht deine Seele den Koran. Das islamische Wissen. In jeder Moschee müssten die jungen Leute und auch die älteren Leute Schlange stehen. Vor jedem Imam. Der Imam müsste eigentlich schon sagen, ich schaffe das alleine nicht mehr. Ich brauche Helfer. Das ist doch in unserer heutigen Zeit das Problem. Ich habe aber noch nie eine Schlange vor einer Moschee gesehen, wo die Leute Schlange stehen, um den Islam, den Koran, das Leben des Propheten, die Etappen des Jenseits kennenzulernen. Kennen wir die Etappen des Jenseits? Ja, ayyuhalladhina amanu, aminu, sagt Allah. Wacht endlich auf und seid tatsächlich gläubig. Einfach zu behaupten, dass man gläubig ist, bringt nichts. Allah kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Verehrte Muslime, je mehr wir lernen, desto verantwortungsbewusster werden wir in Bezug auf Allahs Religion. Schauen wir uns mal nur diese 88 Verse oder 89 Verse im Koran an, die mit Ya ayyuhalladhina amanu beginnen. Wie viel Verantwortung legen diese Verse uns auf? Als Beispiel. Es gibt in der Sure, in dem Koran von den 114 Suren, ist eine Sure, Suratul Hujurat. In dieser Sure kommt Ya ayyuhalladhina amanu fünfmal vor. Jedes von diesen Ya ayyuhalladhina amanu Versen in der Suratul Hujurat ist wichtiger als das andere. Man muss es immer wieder studieren, Suratul Hujurat. Es bringt sehr, sehr viel für unseren Alltag, für das soziale System, für das muslimische Miteinander, für die islamische Ethik, Moral, Akhlaq, Suratul Hujurat. Immer wieder muss es studiert werden, mit Tafsir, mit Tafsir, mit Tafsir. Diese Sure, einer dieser fünf Verse, Ya ayyuhalladhina amanu, ist der sechste Vers dieser Sure. Nehmen wir nur mal das als Beispiel. Wir haben ja gesagt, 88, 89 Stück gibt es. Jetzt nehmen wir mal nur das als Beispiel. Möchte ich mal mit euch teilen, inshallah. Dieser Vers besagt, Estaizu billah, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu, an tusibu qawman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah spricht uns an, uns Gläubigen. O ihr Gläubigen, wenn ein Frevler, fasiqun steht, in ja'akum fasiqun, wenn ein Fasiq, ein Frevler, zu euch kommt und eine Nachricht bringt, etwas kundtut, dann prüft diese Nachricht nach. Glaubt nicht sofort, sagt Allah. Damit ihr nicht anderen Leuten in Unwissenheit Unrecht zufügt und danach bereut, was ihr gemacht habt, was ihr getan habt. Verehrte Muslime, dieser Vers, der Offenbarungskund dieses Verses, ist in ganz kurzer Fassung, Zusammenfassung folgendes. Walid bin Uqba radiallahu anhu wird von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zum Stamm Bani Mustalq geschickt, damit er dort die Zekka, die Pflichtgabe, einsammelt. Aber dieser Stamm Bani Mustalq ist neu konvertiert, also frische Muslime, und
Walid bin Uqba, warum auch immer, bekommt es mit der Angst zu tun, dorthin zu gehen und die aufzufordern, die Pflichtabgabe, also 2,5% von ihrem Hab und Gut abzugeben. Als Pflichtabgabe mitzuschicken. Also geht er erst gar nicht dahin, sondern kommt zurück zu Rasulullah und sagt, ja Rasulullah, sie wollten es nicht geben. Wegen Angst hat er das so gemacht, er hat so gehandelt. Ein Sahabe, ein Gefährter des Propheten. Rasulullah war außer sich. Er konnte es gar nicht glauben. Er hat eine Einheit vorbereitet, die dorthin geht und diesen Stamm befragt und bestraft, wenn es sein muss. Allah wollte die Gläubigen beschützen, sowohl diese Seite als auch die Beni Mustalik, die tatsächlich Gläubige waren. Denn irgendeinen Zweifel hatten die wohl bekommen und der Stammesführer kam in dieser Zwischenzeit nach Medina und alles konnte sich klären, Alhamdulillah. Dieser Vers wurde dann offenbart und Allah sagte den Gläubigen, Ya ayyuhalladhina amanu, o ihr Gläubigen, wenn ein Frevler, ein Fasik euch eine Nachricht bringt, dann prüft diese Nachricht erst. Eine Lehre, die bis zum Tag des jüngsten Gerichtes für uns Muslime als wichtige Anweisung dort steht im Koran. Surat al-Hujurat, Vers 6, war uns das bewusst? Tag und Nacht schauen wir uns Nachrichten an. Es gibt ja auf der Welt, ich weiß nicht, maximal 5, vielleicht 6 Nachrichtenquellen. Das heißt, alle Hunderte, Tausende von Sendern berichten ihre Nachrichten, nehmen ihre Informationen von diesen Quellen. Wen gehören diese Quellen? Wer verbreitet diese Nachrichten? Durch die Entwicklung dieser Kommunikationstechnologien ist die Welt tatsächlich zu einem kleinen Dorf geworden. Und die Nachrichten verbreiten sich umso schneller. Deswegen ist es umso wichtiger zu prüfen, wer welche Nachrichten mit welcher Zielsetzung verbreitet, verehrte Muslime. Der Muslim, der Gläubige, wir sind durch diesen Vers verpflichtet, Nachrichten der Ungläubigen abzulehnen, diesen gar nicht zu glauben. Und Nachrichten von Frevlern, von Fasikun, die sollen wir erst prüfen, sagt Allah. Gehen wir mit Nachrichten so um? Diese Frage muss sich jeder stellen. Oder hören wir uns das an und sagen tatsächlich denjenigen, die Allah Mujahidun nennt, auch Terroristen? Nur ein Beispiel. Denjenigen, die Allah als fromme, gesegnete Menschen bezeichnet, nennen wir sie als altmodisch, zurückgeblieben? Kommt uns wegen diesen kranken, ekelhaften Nachrichten der Hijab der Frau vielleicht unschön vor? Und kommt uns vielleicht dadurch die Nacktheit, die Allah als ekelhaft beschreibt, als schön vor? Nur Beispiele. Diese Fragen müssen wir uns stellen. Der Fisq ist natürlich in zwei Teile aufgeteilt. Es ist zum einen, also Freveltum ist nicht immer gleich. Es gibt also einen Frevler in der Aqide, also im Glauben. Und es gibt auch einen Frevler in der Tat, so wie in diesem Fall Walid bin Uqba gemacht hat. Er war nicht ungläubig, ein Sahabe, aber er hat einen Fehler gemacht. Aber weil er diesen Fehler gemacht hat, hat ihn Allah so bezeichnet und uns eine Lehre gegeben, dass solche Nachrichten erst geprüft werden. Jeder verbreitet heute so viel. Und heute verurteilen wir Muslime, andere Muslime aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, aufgrund von Täuschungen, die wir irgendwo gehört haben. Wir bleiben von anderen Muslimen einfach fern. Die Liebe unter den Muslimen ist zerstört wegen diesem krankhaften Verhalten, was Nachrichten gegenüber angeht, verehrte Muslime. Für einen Muslim sind alle Muslime gute Menschen, auch wenn sie eine andere Meinung sind. An eine andere Meinung zu haben in einem Bereich, das dem Ijtihad unterliegt und nicht der Aqide, ist das erlaubt? Wenn die Gelehrten verschiedene Meinungen geäußert haben, dann ist dies eine Gnade Allahs. Wieso versuche ich trotzdem meine Meinung den anderen aufzuzwingen, als ob nur das die richtige Meinung ist, alle anderen sind ungläubig, hasha wa kalla. All diese Punkte müssen wir uns wirklich nochmal vor Augen führen und uns selbst zur Rechenschaft ziehen, wo wir stehen und wo wir eigentlich stehen sollten, verehrte Muslime. Es war nur ein Beispiel. Also 89 Verse gibt es mit Ya ayyuhalladhina amanu. Über den einen Vers reden wir gerade. Und als Beispiel, dass jeder Vers mit Ya ayyuhalladhina amanu uns eine Verantwortung bringt,
habe ich mit einem anderen weiteren Vers nochmal jetzt vorgestellt, damit es ein Ansporn für uns sein soll, wo wir überhaupt stehen und wie viel wir noch vor uns haben. Die anderen 87 haben wir noch nicht gehört. Vielleicht im Ramadan haben wir noch mal gehört, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lil-salati min yawm al-jum'ati. All diese Verse, O die ihr Gläubigen, Allah spricht uns an. Wie stehen wir denn überhaupt da? Mal eine andere Frage. Wenn uns Allah anspricht, das tut er im Koran, in seinem heiligen Buch, in der letzten Offenbarung, und uns ist noch nicht mal bewusst, dass er uns angesprochen hat. Wie stehen wir da? Wie können wir im Jenseits, im Yawm al-Qiyamah, Allah begegnen und wie wollen wir dann Rechenschaft abgeben, wenn wir noch nicht mal wussten, wie er uns angesprochen hat, was er uns gesagt hat? Das muss uns alles bewusst werden. Unter dieser Perspektive sollten wir diese Verse lesen, verehrte Muslime. Ein weiterer wichtiger Punkt, sagen die Gelehrten, wie wir diesen Vers, Nisa, Vers 136, verstehen müssen. Haltet euch an die Anweisungen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, um den Iman tatsächlich zu verinnerlichen, Yaqin, und den Iman zu vervollkommnen. Denn Iman ist nicht gleich Iman. Der Iman, was die Glaubensgrundsätze angeht, ist gleich, denn Allah hat seine Religion abgeschlossen. Aber der Iman eines jeden von uns ist nicht gleich, was die Stärke angeht. Bei dem einen ist es stärker, bei dem anderen ist es schwächer. Das ist je nach Beziehung zu Allah und der Taten, wie man seinen Iman füttert. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gibt sehr, sehr, sehr viele Anweisungen, wie wir unseren Iman vervollkommnen können, damit Ya ayyuhalladhina amanu, aminu, richtig verstanden und richtig gelebt wird. Denn Allah sagt, O ihr Gläubigen, seid gläubig. Ja Rabbi, tamam. Ich will tatsächlich wahrhaftig gläubig sein, aber wie? Rasulullah erklärt dir wie. Es gibt so viele Ahadis, die er über die Vervollkommnung des Imans erzählt. Und wie ich vorhin gesagt habe, so wie unsere Körper Nahrung, Wasser, Sauerstoff brauchen, um zu überleben, braucht dann Iman, deine Seele braucht diese Information und schlussfolgernd daraus die guten Taten, um zu überleben. Ein, zwei möchte ich mit euch teilen, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Wie der Iman vollkommen wird. La yu'minu ahadukum. Eigentlich direkt übersetzt, Wort für Wort. Es gibt bestimmt Brüder, die aus der arabischen Welt kommen, die das sicherlich auch direkt verstehen. La yu'minu ahadukum. Keiner von euch ist gläubig, sagt Allah. Keiner von euch glaubt. Keiner von euch ist gläubig. La yu'minu ist nicht gläubig, glaubt nicht. Ahadukum, keiner von euch. Jeder von euch ist ungläubig. Macht erstmal Angst. Wann? Warum? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bis er das, was er für sich selbst wünscht, auch für seine Brüder, für die anderen Muslime wünscht, bis er das nicht macht, ist er nicht gläubig, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und die Gelehrten sagen, hiermit ist gemeint, sein Glauben ist nicht vollkommen. Damit sein Iman vollkommen wird, damit er ein Yaqin in seinem Iman erreicht, muss er das, was er für sich selbst wünscht, auch für seine Brüder und Schwestern. Das heißt, was du hier hast und was du für dich willst, musst du auch für deinen Bruder in Bangladesch oder in Gaza oder in der Türkei in einem Dorf oder woanders wünschen, sagt Allah, Allahs Prophet, in diesem Hadith, den Iman zu vervollkommnen. Ein weiterer Hadith. La yu'minu ahadukum, fängt genauso an. Hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa min an-nasi ajma'in. Keiner von euch hat einen vollkommenen Iman oder sein Iman wird nicht vollkommen werden, bis er mich, also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nicht mehr liebt als sich selbst, seine Kinder, seine Eltern und alle anderen Menschen, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu aminu, sagt Allah, seid wahrhaftig Gläubige. Wenn ihr den Glauben tatsächlich verinnerlichen möchtet, wenn ihr tatsächlich wahrhaftig Gläubige sein möchtet, dann müsst ihr diese Hadithe umsetzen. Ihr müsst sie lernen, verstehen und umsetzen.
Jeder würde behaupten, dass er Rasulullah sehr viel liebt. Jeder würde das behaupten. Aber Hazrat Umar radiallahu anh hat diese Prüfung mit Rasulullah gehabt. Er hat sich gewagt, das zu fragen, bis er dreimal auch am Ende sagen musste, auch liebe ich dich mehr als mich selbst, ja Rasulullah. Was bedeutet das? Ich wünsche etwas und du hast etwas gesagt. Wenn mein Wunsch dem widerspricht, was du gesagt hast, beuge ich mich dem, was du gesagt hast, ja Rasulullah. Denn der dritte Hadith sagt das genau ganz anders. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Keiner von euch ist gläubig, also sein Iman ist nicht vollkommen, bis seine Neigungen sich dem beugen, was ich gebracht habe ans Religion, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Bart eines Mannes ist keine Bedingung des Imans, damit wir uns richtig verstehen. Ist auch Allahs Gabe. Allah hat einigen mehr gegeben, anderen weniger gegeben. Das ist von der Erschaffung her. Das ist jetzt nicht mein Thema. Aber ich will auf was anderes hinaus. Wenn Rasulullah gesagt hat, dass der Bart zu einem muslimischen Mann dazugehört und ich mich im Spiegel angucke und mich ohne Bart schöner finde, hübscher finde, dann hat sich meine Neigung noch nicht dem gebeugt, was Rasulullah gebracht hat. Wenn ich in den Spiegel schaue, muss ich die Version mit Bart schöner finden. Ganz praktisches, einfaches Beispiel. Muss man auch nicht nach links reden, auch nicht nach rechts reden. Ich stelle es extra salopp dar, damit wir verstehen. Nur ein Beispiel. Alle anderen Aussprüche und Anweisungen des Propheten müssen wir auch aus dieser Perspektive betrachten. Deswegen greifen sie den Islam heute immer über die Wörter, über die Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an. Sie versuchen diese zu kippen. Sie versuchen diese als nicht glaubwürdig oder hascha als gefälscht darzustellen. Hascha bekallah. Diejenigen, die das behaupten, meistens, wenn du sie hinsetzt und den Koran aufstehst, können sie noch nicht mal ein Vers aus dem Koran vorlesen. Aber sie wollen sich für den Anspruch, für sich selbst den Anspruch nehmen, zu behaupten, dass dieser Hadith wahr ist, dieser Hadith nicht wahr ist. Wie erkennst du, dass ein Hadith wahr ist? Ich nehme den Hadith und stelle es neben den Koran. Wenn es dem Koran passt, dann ist der richtig. Wenn nicht, schmeiße ich ihn weg. Hascha wa kalla. Solche ekelhaften Wesen laufen da draußen als Prediger rum und verirren die Muslime heutzutage. Damit meint er eigentlich Folgendes. Ich nehme den Hadith, nehme den Koran und stelle diesen Hadith meinem Verständnis des Korans gegenüber. Wenn es also mir und meinem Verständnis passt, ist es ein Hadith. Wenn nicht, wenn es sich meinem orientalistischen, zionistischen Gedanken nicht passt, dann ist es kein Hadith. Hast du schon mal geprüft, ob du ein Gläubiger bist oder nicht? Das ist die andere Sache. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ein weiterer Hadith über den vollkommenen Iman. Der Mu'min mit dem vollkommensten Iman, mit dem vollkommensten Glauben ist derjenige, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa, der den besten Charakter hat. Das ist derjenige mit dem vollkommensten, besten Iman. Jeder kann für sich selbst behaupten, ich habe den besten Iman hier. Es ist im Herzen. Allah weiß es. Aber wie weiß ich, dass du ein guter Mu'min bist? Ich sehe es in deinem Benehmen, in deinem Akhlaq. Wenn du nach Tag und Nacht mich verletzt, wenn deine Nachbarn nicht sicher sind vor dir, wenn deine Arbeitskollegen weggehen, wenn du kommst, weil sie Angst vor dir haben, wenn die Straße nicht sicher ist vor deinen Blicken, was für ein Akhlaq hast du? Rasulullah sagt, dieser Iman ist nicht vollkommen. Am Akhlaq kannst du es messen, weil Akhlaq die praktische Umsetzung der Religion im Alltag ist. So können wir Akhlaq bezeichnen. Akhlaq ist die praktische Umsetzung der Anweisungen, Gebote, Verbote Allahs im Alltag, was du davon umsetzt. Dann geht der Hadith weiter. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. Und die Besten unter euch, die den besten Akhlaq haben, sind diejenigen, die ihre Frauen am besten behandeln. Hoffentlich sagen die Schwestern jetzt, Allah Rasul Sunnah. Aber ich sage es nicht, Rasulullah sagt es. Aber ganz wichtig, wie steht jetzt ein Bruder da, der draußen seine Kumpels, seine Kollegen wirklich gut behandelt, sehr gütig, großzügig zu ihnen ist, Zeit mit ihnen verbringt, alles macht mit ihnen, aber nach Hause kommt und die Ehefrau mit, irgendwie solche, also erniedrigend, abweisend,
Wie steht dieser Mann da, wenn er diesen Hadith liest? Wie steht er da, wenn er diesen Hadith liest? Und wie will er dann, ja, ayyuhalladhina amanu, aminu, umsetzen? Das sind nur Beispiele. Ein weiterer Punkt. Wie wir diesen Vers verstehen müssen, verehrte Muslime. Infiziert euren Glauben, euren Iman nicht mit Schirk, sagt Allah, auch nicht in geringster Form. Ja, ayyuhalladhina amanu, aminu. O ihr Gläubigen, prüft euren Iman, ob dort irgendwo vielleicht, auch wenn es nur 0,1%, so wenig auch nur, an Schirk irgendwie beteiligt drin ist. Das heißt, Nisa 136 teilt uns insbesondere mit, die Glaubensgrundlagen wie Tawhid, wie Schirk nochmal zu studieren. Was ist überhaupt Schirk? Welche Arten von Schirk gibt es? Was zerstört meinen Iman? Sünden sind schon schlimm genug, aber Schirk ist zerstörerisch. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt niemals, wenn ihm etwas beigesellt wird. Schirk vergibt Allah nicht. Aber alle anderen Sünden vergibt Allah für den, für wen er will. Geh nicht ins Jenseits mit Schirk in deinem Glauben. Möge Allah uns bewahren. Denn Schirk ist manchmal so versteckt, verehrte Muslime. Riya ist eine Herzenskrankheit. In diesem Zusammenhang muss man diese Begriffe kennenlernen. Es gibt also Taten des Herzens, die ein Muslim genauso kennenlernen muss, wie wenn er lernt, wie man beten muss. Also wie man Wudu nimmt, wie man betet, wie man fastet, da gibt es ja Regeln, Fars. Und diese Herzensangelegenheiten sind genauso Fars. Du musst wissen ganz genau, was ist Riya. Wann ist etwas Riya, also Augendienerei? Weil wenn es Riya ist, ist ja diese Tat vernichtet. Es bringt dir nichts, noch schlimmer, es schadet dir, denn Allah sagt dir im Jenseits, geh zu dem, für den du es gemacht hast und nimm die Belohnung von ihm. Für mich hast du es nicht, das ist Schirk, möge Allah bewahren. Sehr gefährlich. Was ist Hasad? Also Neid, Neid. Der Neid, Hasad, frisst den Iman eines Menschen auf, so wie Feuer Holz zerfrisst, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und die Medizin dagegen, wie Ikhlas, Ihsan, diese Begriffe muss ein Muslim auch kennenlernen. Tut er das nicht, läuft er immer Gefahr, dass er diese Krankheiten vielleicht in seinem Leben hat. Wenn es uns gefällt, was die Leute denken. Eine der Schirkformen, wo Muslim auch jeder von uns immer wieder reinfällt. Wir machen etwas für Allah, wenn aber Leute zugucken, machen wir es noch lieber. Das ist Riya. Davon müssen wir fernbleiben. Für wen machen wir es denn dann? Für Allah oder für wen? Diese Frage muss sich ein Mu'min stellen. Das heißt, Tawhid im Glauben ist unbedingte notwendige Voraussetzung. Tawhid in den gottesdienstlichen Handlungen ist Voraussetzung. Tawhid in der Liebe ist Voraussetzung, dass du nichts mehr liebst als Allah und seinen Gesandten und seine Religion. Tawhid im Vertrauen, Tawhid in der Angst. All in diesen Punkten, wir haben vielleicht nur gedacht, La ilaha illallah ist Tawhid. La ilaha illallah beinhaltet all diese anderen Punkte automatisch, verehrte Muslime. Ein weiterer Punkt. Verbreitet euren Iman in eurem gesamten Leben, damit es nicht zu einem Widerspruch in einzelnen Lebensbereichen kommt. Das sagt uns, ja, ayyuhalladhina amanu, aminu. O ihr Gläubigen, glaubt, seid gläubig, sagt uns, Allahs Gesetze gelten nicht nur in der Moschee, sondern auch außerhalb der Moschee. Sie umfassen unser gesamtes Leben. Sie umfassen unser Zuhause, unser Familienleben, das Familienmodell. Eine Schwester, die La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah gesagt hat, die gläubig ist, eine gläubige Muslima, sie muss Allahs Familienmodell, also das Familienmodell, was Allah empfohlen hat, befohlen hat, akzeptieren. Das beinhaltet auch 2023 in dieser modernen Welt, dass sie allen legitimen Befehlen ihres Ehemannes Folge leistet.
Allen. Legitimen Befehlen. Legitim heißt hier, islamrechtlich legitim. Sobald etwas befohlen wird oder gewünscht wird, was Allah verboten hat, ist dort keine Folge zu leisten. Niemandem. Dem Ehemann nicht, niemandem. La ta'ate fi ma'asiyatillah. Aber alle anderen doch. Ist eine gläubige Frau so eine gläubige Frau? Ist ein gläubiger Mann so ein gläubiger Mann in der Familie zu Hause? Sind wir so auf der Arbeit? Verdienen wir unser Geld tatsächlich nach islamischen Kriterien? Und geben wir es auch nach islamischen Kriterien aus? Wie feiern wir unsere Hochzeiten? Islamisch? Oder sagen wir, Mann, es ist doch nur einmal im Leben die eine Hochzeit? Da kann man auch mal nicht islamisch sein? Oder wem? Dem Schaitan Folge leisten? Wie wird das Erbe aufgeteilt, wenn jemand verstirbt? Wie denken dann die muslimischen Frauen? Allah gibt ihnen einen bestimmten Anteil. Diese hiesige Gesetzgebung gibt einen anderen Anteil, der ist größer als das. Sagt man, lass mal, das andere ist besser, hascha wa kalla, es wäre Kufr. Das bewusst so anzunehmen und das so zu glauben, wäre Kufr. Es nur umzusetzen, nicht. Wie ist meine Nachbarschaft? Also die Gesetze Allahs beinhalten jede Lebenslage. Nicht nur die Moschee. Aber wir scheitern leider schon in der Moschee. Es ist ein trauriges Lachen. Wirklich. Wir scheitern leider schon in der Moschee, weil wenn zum Beispiel die muslimischen Männer zum Freitagsgebet kommen, gestern hatte ich das als Thema, erzählen wir den muslimischen Männern, dass sie 5-mal am Tag beten müssen. Dass das Muslim sein automatisch auch 5-mal am Tag beten voraussetzt. Da sind wir noch. An diesem Punkt. Also es ist eigentlich so automatisch nach dem Iman das Gebet. Aber manchmal beten wir gar nicht. Manchmal beten wir ein paar Mal am Tag. Manchmal beten wir nur Freitagsgebet. Andere kommen nur zum Festgebet in die Moschee. Wo stehen wir mit Ja, ayyuhalladhina amanu, amanu? Deswegen sagt Allah, o ihr Gläubigen, seid ihr gläubig? Dann müsst ihr 5-mal am Tag beten. Dann müsst ihr auch zu Hause gläubig sein. Frauen, Männer. Dann müsst ihr auf der Arbeit, auf der Hochzeit, überall gläubig sein. Nicht wie die Kuffar es sagen, Allah gehören die Himmel, aber auf der Erde darf er sich nicht einmischen. Hascha wa kalla. Das ist das Gedankengut der Kuffar, der westlichen Welt, der Modernisierung, der Aufklärung, die in der Schule so beigebracht wird. Die islamische Welt ist noch so weit weg, die Aufklärung haben sie noch nicht hinter sich. Diese Aufklärung wollen wir nicht. Allah herrscht in den Himmeln, aber auf der Erde hat er sich nicht einzumischen. Das ist deren Aufklärung. Hascha wa kalla. Walillahi mulkus samawati wal ard, sagt Allah. Sowohl die Himmel als auch die Erde gehört Allah. Überall dort herrschen seine Gesetze, ob es uns passt oder nicht passt. Ein weiterer Punkt, verehrte Muslime. Verhandelt nicht mit eurem Glauben. Im Glauben zu verhandeln, ist die Tat der Juden, nicht die Tat der Muslime. Der Koran berichtet uns am längsten über die Söhne Israels, Benu Israel. Also, das sind dann diejenigen, die nachher zu Juden wurden. Sie waren Zeuge von vielen Wundern. Sie haben zum Beispiel gesehen, wie die Zauberer zu Muslimen wurden, mit ihren eigenen Augen. Danach haben sie gesehen, wie sich das Meer gespaltet hat. Sie sind durch das gespaltete Meer durchgelaufen. Haben sie erlebt. Sie haben gesehen, wie Wasser in der Wüste von einem Felsen aus einem Stein strömte. Haben sie alles erlebt. Und auch viele andere Mu'jize. Wunder. Aber trotzdem vertrauten sie Allah nicht. Was haben sie gesagt? وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. All diese Wunder haben ihnen nicht gereicht. Sie haben gesagt, ja Musa, wir glauben so lange nicht, bis wir Allah mit unseren eigenen Augen sehen. Die Wunder haben ihnen nicht gereicht. Deswegen sagt Allah im Koran, spricht uns an und sagt, أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ. Wollt ihr Mu'minun etwa von eurem Propheten das gleiche verlangen, wie die Gefährten von Musa ihn gefragt haben, wonach sie verlangt haben? Wollt ihr das wirklich machen? Allah fragt uns Gläubigen und sagt uns damit, dass wir in unserem Glauben nichts zu verlangen haben und auch nichts zu verhandeln haben,
sondern dass wir zu gehorchen haben. Und das ist ein großes Problem, was heutzutage viele Muslime auch haben. Dieser Vers, Nisa 136, sagt uns, o ihr Gläubigen, glaubt nicht wie die Juden. Verhandelt nicht mit eurem Iman, sondern glaubt wie Ibrahim a.s. Absoluter Gehorsam. Allah hat ihm gesagt, spring ins Feuer. Er ist ins Feuer gesprungen. Allah war derjenige, der das Feuer für ihn kühl und auch gelöscht hat. Kühl gemacht und gelöscht hat. Allah hat ihm gesagt, opfer deinen Sohn, schlachte es. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Er hat sich sofort ergeben und sein Sohn war auch bereit, sich opfern zu lassen. So wie die Zauberer von Pharaon geglaubt haben, glaubt wie diese, ohne Bedingungen. قَالُوا لَا ضَيْرْ, als Pharaon ihnen gesagt hat, ihr glaubt an Allah, bevor ich euch das erlaube, so sind die Kuffar immer, in der Geschichte immer gewesen. Sie wollen immer den Gläubigen aufzwingen, woran sie zu glauben haben. Macht die gesamte westliche Welt heute. Sie sagen immer, ihr Muslime in den muslimischen Ländern, ihr seid zurückgeblieben. Ihr wisst nicht, was gut für euch ist. Wir empfehlen euch, wen ihr zu wählen habt, wer euch regieren soll, wer für euch besser ist, weil wir haben ein bisschen besser. Das ist wie Pharaon ist das, der gleiche Gedanke. Er hat den Zauberern gesagt, ihr wollt glauben, bevor ich euch erlaube, an was ihr glauben sollt. Wo ist denn die Glaubensfreiheit dann? Wenn er weiß, was für mich besser ist. Allah weiß, was für mich besser ist. Was haben die Zauberer gesagt? قَالُوا لَا ضَيْرْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. Du kannst uns gar nichts antun, haben sie gesagt. Was kannst du uns antun? Willst du uns foltern? Wirst du uns ermorden? Wir kehren sowieso zu Allah zurück. Was für ein Glaube innerhalb von ein paar Minuten. Glaubt so, sagt Allah. Glaubt wie Hazrat Yasir, wie Hazrat Sumayya, wie Hazrat Hubayb, radiallahu anhum ajma'in. Über die sage ich jetzt nichts. Merkt euch die Namen und recherchiert selber, was die gemacht haben. Die gleichen Regeln wie für diese Namen, verehrte Muslime, gelten auch für uns heute. Das ist uns klar. Aber wir dürfen, wie gesagt, Glaubensgrundlagen nicht mit Ijtihad, also mit Grundlagen, die dem Ijtihad angehören, das, also wie gelehrte Regeln aus der Religion hervorbringen, die dürfen wir nicht vermischen. Das ist ein großes Problem heute. Das ist ein großes Problem heute. Das heißt, Unwissen im Usul, in der Methode, durch dieses Unwissen in der Methode, im Usul, haben die Muslime heute ihre Liebe zueinander verloren. Angelegenheiten, die dem Ijtihad angehören, gehören dem Ijtihad an. Sie sind keine Glaubensgrundlagen. Also kann kein Mujtahid sogar sagen, dass die Meinung des anderen falsch oder schlecht ist. Und wenn heute Gelehrte sagen, dass etwas zu tun ist, dass es gut so ist, dann gibt es vielleicht auch andere Gelehrte oder auch Nicht-Gelehrte, jeder bezeichnet sich als Gelehrter, die dann eine andere Meinung haben, aber diese zig Gelehrte einfach links liegen lassen und sagen, aber das ist alles falsch. Weil du jetzt so gemacht hast, sind wir keine Brüder mehr. Ganz konkretes Beispiel, jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen gab es ja die Wahl in der Türkei. Die Wahl in der Türkei. Die Muslime, also nicht die Kuffar und die Muslime, sondern die Muslime untereinander, haben sich gespalten. Weil viele immer wieder, seit Jahren immer wieder behaupten und sagen, ja, aber wenn ihr wählt, seid ihr Kuffar. Das ist ein Kuffar, ist Schirk. Und diejenigen, die wählen, sind auch Kafir. Also gibt es jetzt dann 30 Millionen Kuffar oder was. Aber es gibt viele Gelehrte, die sogar empfohlen haben, was die Muslime zu tun haben. Ist jetzt die Meinung dieser Gelehrten falsch, weil du eine andere Meinung hast? Es ist alles eine Angelegenheit des Ijtihads, nicht der Aqide. Aber wenn man keine Methode kennt, dann sage ich, nein, das, was du sagst, ist falsch. Unbedingt versuche ich, meine Meinung aufzuzwingen. Und wenn das nicht passiert, wenn derjenige sich meiner Meinung, nicht der Meinung des Islams, nicht beugt, ist er nicht mehr mein Bruder. Ich verlasse ihn. Ich verlasse die ganze Moschee. Ich komme nicht mehr dahin. Diese Moschee, oh, das sind Leute, die gewählt haben. Oder die nicht vielleicht gewählt haben, aber nichts dagegen ausgesprochen haben. Oder die sich vielleicht mit den anderen Millionen Muslimen zusammen gefreut haben, dass die Kuffar nicht gewonnen haben.
Das passt ihnen nicht. So ein großes Problem ist das. Die Liebe ist weg, die Brüderlichkeit ist weg. Ma'adallah, so ein großes Problem wirklich. Und Allah ermahnt uns, solche Fehler nicht zu machen. Denn diejenigen, die vor uns waren, die diese Fehler gemacht haben, sie haben sich gespalten. Die Feinde des Islam sind so viele, dass wir doch eine Spaltung unter den Muslimen gar nicht mehr brauchen. Weiterer Punkt, verehrte Muslime. Erwartet eure Belohnung nur von Allah. Nisa 636 erinnert uns daran, dass wir unsere Absichten, unsere Nähe nochmal kontrollieren müssen. Jeder sagt, ich mache es für Allah. Aber wenn sie dann keinen Applaus, keine Belohnung ernten, sind sie beleidigt. Wie gesagt, man muss sich fragen, für wen mache ich das denn jetzt? Für Allah oder für einen Applaus oder für ein Lob? Allah sagt uns in diesem Vers, keine Schauspieler zu sein, sondern wahrhaftig Gläubige zu sein. Und der Unterschied zwischen diesen beiden ist die Absicht. Die Absicht, die Nier. Für wen du machst, von wem du hoffst, es ist in deiner Absicht. Ein weiterer und letzter Punkt, den wir über diesen Vers teilen, wie wir es zu verstehen haben, ist, verehrte Muslime, seid standhaft in eurem Glauben. Ja, ayyuhalladhina amanu, aminu sagt dir, als gläubiger Mann, als gläubiger Frau, als gläubige Frau, seid standhaft in eurer Religion. Nicht nur für eine Woche, für ein Jahr, für 10 Jahre, sondern bis zum letzten Atemzug. Und damit ihr standhaft bleiben könnt, müsst ihr euren Iman ständig erneuern, also stärken. Bis zum letzten Atemzug müssen wir besorgt sein, ob wir unseren Iman behalten, bewahren können. Dieser Gedanke und dieser Ansatz wird unseren Iman lebendig halten, inshallah. Weil wenn wir anfangen, von uns sicher zu sein, möge Allah davor bewahren, dann werden wir anfangen, auch nachlässig zu werden. Deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, einer seiner Bittgebete, die er immer wieder ständig wiederholt hat, Ya muqallib al-qulub, O du Wender der Herzen, Ya Rabbi, thabbit qalbi ala dinik. Festige mein Herz in deine Religion. Diese Dua macht es nach jedem Gebet. Nach jedem Gebet. Immer nach jedem Gebet, wenn du Dua machst, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, Ya Rabbi. Ja Rabbi, du bist der Wender der Herzen. In deiner Macht, in deiner Kraft ist mein Herz, mein Iman. Festige mein Iman. Festige mein Herz in deiner Religion, ja Rabbi. Rasul hat diese Dua immer gemacht. War sein Iman nicht fest und stark? Das Stärkste, was es gibt. Aber er hat es uns beigebracht. Amenu, aminu, sagt ihr. Also, glaubt, wie man glauben muss und erfrischt euren Iman, damit ihr es nicht verliert, sondern bewahren könnt. Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhuma, über sie wird gesagt, dass sie den anderen Sahabe manchmal gesagt haben, Ta'al nu'min sa'atan. Komm, lass uns mal eine Stunde glauben. Was heißt das? Ta'al nu'min sa'atan, so wörtlich übersetzt heißt das. Damit meinten sie natürlich Folgendes, komm, lass uns mal eine Stunde innegehen. Alles liegen lassen, Arbeit, Geschäfte, Probleme, alles links liegen lassen. Lass uns mal eine Stunde lang unseren Iman kontrollieren. Unser Iman stärken. Unser Iman auffrischen, unser Iman lebendig machen. Verehrte Muslime, die größte Ehre ist es, Alhamdulillah, Mu'min zu sein. Aber eine noch größere Ehre ist es, als Mu'min zu sterben, inshallah. Weil Rasulullah a.s. sagt, innamal a'malu bil khawatim. Die Taten werden gemäß dem Ende bewertet. Wo stehen wir im letzten Atemzug? Wie sind wir dort? Ja, als junger Mann habe ich so viel gemacht. Ich habe da so viel gelesen und so viel gebetet. Was machst du jetzt? Mit 50, mit 60? Bis zum Ende. Bis zum letzten Atemzug. Denn der Shaitan hört bis zum letzten Atemzug nicht auf, unseren Iman zu bekämpfen. Deswegen befeuchtet man jemanden, der im Tode, im letzten Atem, im Todesbett liegt, befeuchtet man seine Lippen. Weil der Shaitan sogar dort kommt und ihm sagt, der kriegt einen trockenen Mund, jemand, der stirbt. Und der Shaitan kommt in diesem Augenblick und sagt ihm, ich gebe dir Wasser, ich gebe dir zu trinken. Sag nur das, was ich dir sage. Lehne jetzt ab, befreie dich. Und deswegen befeuchtet man die Lippen von einem Gläubigen, der dort im Sterben liegt, damit er ja nicht schwach wird. Das ist eine Tradition, die auch Muslime so bewahrt haben. Jeder sollte sich Sorgen um seinen letzten Atemzug machen, verehrte Muslime. Jeder von uns. Bain al-Khawfi wa al-Raja. Zwischen Hoffnung und Angst müssen wir leben.
Das wird unseren Iman lebendig halten. Hazreti Umar radiallahu anh sagt, wenn ich wüsste, dass es nur eine Person gibt, also von den gesamten Menschen, die jemals erschaffen wurden, Allahu alam, wie viele Milliarden, wenn ich wüsste, dass es nur einen einzigen gibt, der in die Hölle kommt, ich würde Angst haben, fürchten, dass ich derjenige bin. Und wenn ich wüsste, dass von allen Menschen, die jemals erschaffen wurden, eine nur ins Jannat kommt, ins Paradies, dann würde ich die Hoffnung haben, dass ich das bin. Bain al-Khawf wa al-Raja. Zwischen Angst und Hoffnung. Dieser Gedanke wird unseren Iman lebendig halten, wird uns Antrieb geben. Diese Angst wird uns Antrieb geben, noch mehr zu machen. Diese Hoffnung wird uns Antrieb geben, Allah zu vertrauen, weil Allah belohnt in einem ganz anderen Maße. Er gibt für 1, 10, 100, unendlich Angst und Hoffnung. Dieser Ansatz ist der richtige Ansatz, verehrte Muslime. Nisa 136. Wir haben versucht, eines der 89 Verse aus dem Koran kennenzulernen, die Ya ayyuhalladhina amanu beinhalten. O, die ihr Gläubigen. Eins, nur eins haben wir heute versucht kennenzulernen. Wie gesagt, das zeigt uns, wie viel Arbeit noch vor uns liegt. Wie viel wir noch lesen müssen, wie viel wir noch lernen müssen, wie viel wir noch umsetzen müssen. Und leider zeigt es uns auch, wie weit wir vom Koran entfernt sind. Vielleicht nicht als Kritik. Es ist Alhamdulillah sehr schön, dass wir heute gemeinsam diesen Vers hier lernen konnten, teilen konnten. Aber leider sage ich deswegen nur, bestimmt gibt es viele muslimische Brüder und Schwestern heute hier, die diesen Vers im Koran das erste Mal so gehört haben, dass Allah den Gläubigen sagt, glaubt endlich. Oder glaubt noch mehr. Oder seid standhaft in eurem Glauben. Und mit all den Aspekten, die ich vorhin genannt habe, verehrte Muslime. Inshallah möchte ich zum Abschluss des Vortrages einen Hadith mit euch teilen, womit ich beenden werde, inshallah. Was nochmal so unseren Standpunkt widerspiegelt und ein Ansporn sein soll, wie wir danach, also mit danach meine ich, nach diesem Vortrag, wenn wir die Moschee auch nach dem Gebet verlassen, weitermachen sollen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat es an seinen Gefährten Abu Dharr radiallahu anhu gesagt, indem er ihm eine Nasiha, eine Empfehlung gegeben hat. Er sagte ihm, ja, Abu Dharr, o Abu Dharr, jaddidis safina, erneuere dein Schiff, restauriere dein Schiff, verbessere dein Schiff. Er vergleicht dieses Leben, das irdische Leben, mit einem Schiff und sagt ihm, erneuere es immer wieder, verstärke es immer wieder, guck, ob es dort irgendwelche Lecks gibt, die dich zum Unterbringen. فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ, denn das Meer dieses Lebens ist sehr tief, sagt er. Deswegen verbessere dein Schiff immer wieder. Guck, jede Sünde ist ein Leck in unserem Dasein, verehrte Muslime. Und das Leben ist noch mit vielen Überraschungen. Und deswegen nennt er das Leben, das irdische Leben, als ein Meer, was sehr tief ist. Und wir schreiten in diesem Meer, was so tief ist, unendlich. Und deswegen müssen wir unseren Iman immer wieder stärken. Amenu, aminu billah. Dann sagt er weiter. وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا. Bereite deine Ration vollständig vor. Was macht jemand, der auf Reise geht? فَإِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ. Die Reise, auf der du dich befindest, ist sehr, sehr weit. Ist eine sehr lange Reise. Die Reise endet nicht mit dem Tod, wenn du im Grab bist, sondern da beginnt sie erst. فَإِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ فَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا. Also bereite deine Ration vollständig vor. Wir berechnen ganz genau, wenn wir in die Türkei zum Beispiel mit dem Auto fahren, andere Brüder vielleicht woanders hin, welche Rationen wir brauchen, wann wir wo anhalten werden, was wir wann wo essen werden. Ist auch okay so. Vertrauen auf Allah ist gut, aber sich auf etwas vorzubereiten und dann auf Allah zu vertrauen, ist besser. Denn das entspricht dem Ausspruch des Propheten, wie er gesagt hat. Binde deinen Pferd und vertraue auf Allah, hat er gesagt, einem Sahabe. وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ كَأُودٌ. Du hast so viel Last auf deinem Rücken, sagt er. Befreie dich von der Last. Erleichtere deine Belastung, denn die Hindernisse sind sehr hart. Der Weg ist nicht einfach gerade, sondern sehr steil.
Es gibt Hindernisse, die kann man mit den Rucksäcken, die du auf deinem Rücken hast, die du gar nicht brauchst, die schaffst du damit nicht. Also leg sie ab. Manchmal müssen wir kontrollieren, was wir alles mit uns tragen. Das sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damit. Wie viel Last wir einfach tragen. Wenn wir heute wüssten, dass wir heute Abend oder morgen früh im Grab liegen, wie viel Last haben wir? Wir könnten gar nicht. Wir würden wirklich, viele würden sagen, nein, geht nicht. Das muss ich noch erledigen. Ich muss noch die Pins aufschreiben, ich muss noch das klären, ich muss noch diese Angelegenheit erledigen. Wir könnten gar nicht. Aber der Todesengel fragt uns gar nicht. Khaffifil himle fa inna al-aqabata ka'udun. Schaut manchmal, was ihr auf eurem Rücken trägt, sagt er. Befreit euch davor. Wa akhlis al-amal fa inna an-naqid basirun. Arbeitet hart, arbeitet viel, aber mit Ikhlas. Denn Allah, derjenige, der es sieht, der sieht alles, was ihr tut, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einer Empfehlung, in einer Nasiha, was er Abu Dharr radiallahu anhu und mit auf den Weg gibt. Also uns allen, Alhamdulillah. Diese vier Sätze, verehrte Muslime, sollte man wirklich eigentlich lernen. Und dieses Leben mit dieser Nasiha von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam versuchen zu überleben. Wenn wir das tun und Allah sieht auch unsere kleinsten Taten, deswegen وَأَخْلِسِ amal fa inna النَّاقِدَ basirun. Arbeitet, aber mit Ikhlas. Und wenn wir mit Ikhlas arbeiten, dann bewertet Allah diese Tat und zwar nicht nach der Quantität, sondern nach der Qualität. Und Allah bewertet auch unsere Bemühung schon. Das heißt, wenn wir uns bemüht haben, wenn wir uns bemüht haben, als Beispiel, ist ja jetzt wieder Sommerzeit, großes Problem für viele, was das Fajr-Gebet angeht. Schaffen leider viele Muslime nicht aufzustehen. Und ich sage immer jedes Mal, zum Fajr-Gebet kann man nicht mit dem Wecker aufstehen, sondern mit dem Iman. Du kannst so viele Wecker stellen, wie du willst, du wachst nicht auf. Der Iman weckt dich zum Fajr-Gebet. Aber was wollte ich jetzt sagen? Die Tat, das wird schon, die Anstrengung wird schon belohnt. Wenn jemand tatsächlich sich Wecker gestellt hat, sogar den Leuten zu Hause in der Familie gesagt hat, ich habe einen ganz tiefen, harten Schlaf, weckt mich bitte auch auf. Wenn er das alles gemacht hat und trotzdem nicht aufstehen konnte, dann wird er trotzdem die Belohnung bekommen, als wenn er gebetet hätte. Der ja. Aber derjenige, der überhaupt gar keinen Wecker gestellt hat, dem das völlig egal war, ob Fajr-Gebet ist oder nicht, der wird keine Belohnung bekommen, sondern der wird dafür bestraft werden. Ja, ayyuhalladhina amanu, aminu, sagt Allah. O ihr Gläubigen, seid wahrhaftig Gläubige, kontrolliert euren Iman, kontrolliert eure Taten, guckt, wo ihr steht, seht zu, wo ihr hin musstet und vertraut auf Allah und betet Allah an mit Ikhlas, aufrichtig, damit ihr die Ziele erfüllt und die Aufgaben erfüllt, die euch Allah gegeben hat. Möge Allah unser Iman stärken. Möge Allah uns die Möglichkeit geben, seine Verse, sein Buch zu studieren. Möge Allah uns die Möglichkeit zu geben, dass wir die Verse, die wir gelernt haben, in unserem Alltag, in unserem Leben umsetzen. Möge Allah uns die Möglichkeit geben, als Muslime zu leben, als Muslime zu sterben, damit wir Allah mit dem Iman im Jenseits begegnen. Möge Allah die Liebe unter den Muslimen verbreiten. Möge Allah unsere Brüderschaft stärken. Möge Allah die Feindschaft, den Groll, den Hass, den Neid zwischen den Muslimen aus unserem Leben löschen. Möge Allah diese Krankheiten aus unseren Gemeinden vertreiben. Amin, ya Rabbil Alamin. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.